Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von World of Warships in meinem Kanal Magic Soccer Bruder. Schön, dass ihr wieder einschaltet. Und ich bin immer noch auf der Jagd nach Kreuzern, um mir das Premium Kongo Schiff freizuschalten. Also nehme ich mir halt meine besten Schiffe, also mit denen ich jetzt persönlich am besten spielen kann, die New Max und die Fuso. Grundsätzlich kann man mit Schlachtschiffen am besten Kreuzer versenken. One-Hit-Shot so mäßig. Mit einer kompletten Salve. Und ja, das habe ich jetzt halt vor. Und die Fuso ist ja ein sehr, sehr schönes Schiff. Vor allem, weil sie eine sehr, sehr hohe Reichweite hat. Da, wo gewisse Gegner einfach nur kotzen würden, wenn sie das gerne mal hätten. Und die Fuso, ich sag mal, wenn man sie sich gerade holt, Stock, ist es das beschissenste Schiff, also ein Schlachtschiff, was man nicht gerne haben möchte. Weil sie eine Range von, boah, was hat sie, 13, 14 Kilometer. Und das ist ja jetzt halt mal für ein Schlachtschiff auf Tier 6 X. Ja, das ist einfach mal gar nichts. Also, man erschreckt sich. Ich sag mal, viele, die jetzt halt auf YouTube dann halt Videos gucken und Fuso eingeben, sehen sie direkt hier eine riesen Reichweite von Geschützen. Und dann wundern sie sich, warum sie nichts haben. Na, also, es ist normal. Es ist wohl Käse, aber es ist halt so. Aber, wenn man sie dann auf den zweiten Rumpf dann ausgebaut hat, macht sie sehr, sehr viel Spaß. So, jetzt muss ich mir erstmal hier einschießen. Weil ich kann es nicht oft genug wiederholen. Jedes Schlachtschiff spielt sich anders. Das ist so und wird immer so sein. Eine New Mexico ist schon wieder von der Wendigkeit eine ganz andere Sache wie eine Fuso. Und sie hat natürlich auch noch weniger Geschütze. Das kommt noch erschwerend hinzu. So. Jetzt möchte ich einfach mal hier so auf der Leinwand weiterfahren. Und dann mal gucken, dass ich hier mal jetzt mal einen richtigen Wirkungstreffer mache. Weil irgendwie die Schlacht. Das könnte jetzt der Königsberg vielleicht ein bisschen wehtun. Noch nicht, also. Ich muss mich jetzt gerade erstmal hier irgendwie mal noch ein bisschen einschießen. Das läuft gerade noch nicht so. Wie bei der New Mexico. Wahrscheinlich war das jetzt so Schrott, weil die Fuso, glaube ich, abdrehen wird. Vielleicht. So. Gut, die Fuso ist jetzt mehr oder weniger raus. Sie ist raus. Jetzt gucken wir mal. Die sind jetzt alle hinterm Berg. Da ist noch eine Furutake. Die dreht aber auch wieder so toll ab. Dann schießen wir halt auf die New York. Da ich ja hier gerade nicht so wirklich beachtet werde. So, wir nehmen jetzt ein Viertel Kraft. Dann schauen wir mal, dass wir jetzt hier irgendwie was kriegen. Oh. Sie schießt auf mich, aber es müsste jetzt eigentlich vorbeigehen. So, versuchen wir es nochmal auf die Königsberg. Ich brauche ja unbedingt Kreuzer und keine Schlachtschiffe. Die deutschen Pötte sind ja immer eigentlich sehr, sehr leicht zu knacken. Oh, da hat es ja schon nicht mehr viel. Das Schöne ist dann auch noch bei der Fuso, sie lädt sehr, sehr schnell mit dem ganzen Schützen. Das ist schon ja, ein richtiger Luxus, würde ich schon sagen, gegenüber jetzt anderen Schlachtschiffen. Nein, ich lasse jetzt den Kreuzer jetzt noch leben.
ich denke, ich werde nachher noch genug Möglichkeiten haben. Wir müssen uns jetzt natürlich noch bei der New York revanchieren, weil sie mir ja HP abgezogen hat. Okay, bei der nächsten Salve vielleicht. Versuchen wir es noch einmal. So. Treffer, Treffer, Treffer. Das war dann doch noch zu hoch. Gerade so ein bisschen mau mit dem Damage. Nachdem ich so extrem verwöhnt bin mit dem Damage machen. So, da ist eine Nürnberg. Die weiß aber noch nicht so ganz genau. Ja noch einen Kreuzer haben. Ja, geht alle vorbei. Fahren sie wieder alle weg. Naja, konzentriere ich mich jetzt erstmal auf die New York. Sie fährt ja stur ihre Linie. Oh, da ist ein Zerstörer. Nicht gut. So, unterwegs. Jetzt besser. Ja, sie kommen, sie kommen. Oh. 18 in die Fresse. Wohl den Kill nicht gekriegt, aber das ist egal. Jetzt habe ich da so einen gottverdammten Zerstörer. Ich bin zu weit vorne. Und meine Kreuzer sind zu weit hinten. Alter! Ich liebe Schiffe, die aus der zweiten Reihe irgendwo mal via Torps schmeißen. So. Feueralarm ist aus. Die Miyoko ist ja bekanntlicherweise ja auch ein Kreuzer. Weiterfährt, dann hängt sie sowieso da hinten in der Borde drin. Mal aufpassen, da ist noch ein Zerstörer. Weiß ich doch. Meine Geschütze drehen sich noch. Jetzt ist der Kreuzer weg. Wir müssen jetzt leider etwas langsam machen, weil der Zerstörer, der kann mir ansonsten ziemlich gefährlich werden darunter. Ja, aber das sollten jetzt die Kreuzer, sollten das hier regeln können. Weil ich komme mich nämlich nicht dran. Was macht denn die Kongo jetzt? Mein Gott, dreh nach links und fahr! Herrgott im Himmel. Ja, wir bleiben jetzt einfach mal stehen, bis die Kongo jetzt mal an uns vorbeigeschlichen ist. Wir wollen ihr ja die Zeit geben, die sie braucht. So, ich brauche einen Kreuzer. Mein Gott, die Nürnberg, die ist nur am Ausweichen. Das ist doch scheiße. So, ist der Zerstörer weg? Nee, der schwimmt immer noch. Ich weiß noch nicht, was die Kreuzer da nicht hinkriegen, aber sie treffen mich nicht.
Jetzt muss ich als Schlachtschiff auf dem Zerstörer wieder schießen. Erstmal abdrehen. Ach ja. Der ist ja wieder hinterm Berg. Ist das aufregend. Jetzt will ich meine Geschütze ungern jetzt wieder nach links ausrichten. Dann, das dauert zu lange. Jetzt kann ich warten, bis die Nürnberg. Nein, die Nürnberg dreht natürlich an. Okay, ich mache jetzt eine Salve auf die Miyoko, die natürlich jetzt sehr gut eindreht. Und dann drehe ich meine Geschütze nach links rum. Und fange dann so an zu feuern. Mein Gott. Die eiern sich da ein zusammen. Sollen sie erstmal weglaufen. Sehen wir wieder nichts. Und unsere Kreuzer sind mal extrem lahm. Haben wohl irgendwie keine Geschwindigkeit in ihrem Pott. So, jetzt muss doch hier irgendwo noch so ein Kreuzer rumschwimmen. Da. Genau, dreh ab. Ich drehe jetzt auch wieder ab. Da haben wir übrigens ein bisschen Schaden gemacht. Und ich warte jetzt einfach mal, dass die Kreuzer mal sich ein bisschen bewegen. Wenn sie schon so nichts hinkriegen, kriegen sie es ja noch nicht einmal hin, einen Zerstörer zu versenken. Problem gelöst. Vor allem, wo die hier langfahren. Die fahren ja am äußersten Zipfel an der Karte vorbei, ey. Oh, Herrgott im Himmel, ey. Die wissen selber nicht, warum sie da lang fahren. Oh, mein Gott, ey. Nicht so weit. Was, ich habe einen Treffer gemacht? Ja, ich muss gleich wenden. Ja, ich wende jetzt, weil... diese Kreuzer da, die sind ja der weinste. Dazu kann man einfach nichts mehr sagen. Oh, da kriegt man höchstens immer Augenkrebs, ey. Ja, solche Matches gibt es dann natürlich auch. Wenn die Kreuzer es einfach nicht hinkriegen. So, was macht die Kongo da? Die steht. Alle Kräfte, benötige Deckungsfeuer. Gefecht endet in 5 Minuten. Verstanden. So, entweder ist der Kreuzer AK. Boah, der ist rausgeflogen. Weil das wird halt die Zeit ein bisschen schwierig. Wow. Ich hab was getroffen. Gegnerischer Kreuzer versenkt. Kreuzer ist immer gut. So, die Nürnberg fährt immer schön aus der Range. Okay. Ich werde wohl zu langsam sein. Ich komme, werde an die Furutaka nicht dran kommen. Aber da ist noch ein Kreuzer, glaube ich. Der den da hoffentlich rausnimmt. Ich hoffe es. Weil, wenn die ja natürlich B-Cappen, haben wir ja verloren.
Logischerweise. Da könnten wir jetzt noch so viele Schiffe haben. Gut. So, wir haben da 1, 2, 3. Dann fahren wir jetzt mal da hoch. Die Kreuzer können sich dann mal um irgendetwas kümmern. Wird jetzt ganz normal auf B fahren, auf A fahren. Noch ein paar Cap Points ziehen. Ich habe jetzt wieder einen Kreuzer mehr versenkt. Und macht es dann natürlich alles wieder etwas besser. So, die Nürnberg kommt in meine Range. Schießen wir einfach mal. Ich denke mal nicht, dass ich sie jetzt irgendwie da so jetzt treffe, sonst wäre das Plack. Aber sie kommen gut. Das wäre es jetzt gewesen. Mit einer Kugel die Nürnberg versenkt. Aber ich glaube, die macht es nicht mehr so lange. Schießen wir nochmal. Der verirrt sich ja doch noch ganz fix noch eine Kugel da drauf, aber. Da ist jetzt der Motor von dem Arsch. 300 HP. Das ist. Obwohl ich habe schon Schiffe stehen lassen mit weniger HP. Das habe ich auch schon geschafft. So. Wir haben ja genug Kugeln. Da muss er nur noch eine setzen. Mein Gott. Das ist Schöne an der Fuso, die hat nämlich 2, 4, 6 Geschütze. Dann mal 12 Kugeln. So, zwei Kreuzer versenkt. Läuft auch, wenn ich jetzt immer pro Spiel zwei Kreuzer versenke. Obwohl mehr werden besser. Dann habe ich schon mal wieder einen Teil von dieser Aufgabe dann erledigt. Aber jetzt werden wir einfach nur cappen. Ich habe jetzt dieses Mal nicht so viel Schaden gemacht. Keine 50.000. Aber ich denke, bei der nächsten Runde wird wohl wieder ein bisschen mehr kommen. Das Spiel war auch irgendwie so ein bisschen komisch. Sind alle etwas komisch gefahren. Finde ich. Dass es ein Unentschieden wird. Da hinten kommt man im Joko. Schütze drehen. Vielmehr das ganze Schiff drehen. Ja, Tatsache wird ein Unentschieden. Ah, die Kugel wäre noch angekommen. Nee, wetten Sie, klar, wir hatten noch mehr Punkte. Ich weiß gar nicht, warum der sagt, da ist ein Draw. So. Ja, leider nicht so viel Schaden gemacht. Auch nicht auf dem ersten Platz. Aber wir haben gewonnen und das zählt. 138.000. Nicht die beste Runde, aber. Ist ja egal. So, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ciao!